Das Weihnachtsglühwürmchen von Barbara Pronett. Der Winter hatte Einzug gehalten und es lag dieser gewisse Zauber in der Luft, der die Weihnachtszeit begleitet. In der frostigen Erde schlummerten eng zusammengekuschelt und mucksmäuschenstill viele kleine Glühwürmchenlarven und träumten von dem nahen Frühling. Die Sonne strahlte vom tiefblauen Himmel und verkündete den Weihnachtstag. Doch schliefen wirklich alle Larven? Da bewegte sich doch was. Eines davon litt an chronischem Schlafmangel. Irgendwie wollte es nicht klappen mit der Winterruhe. Es wurde ständig wach, schaute auf seine schlafenden Geschwister und begann sich zu langweilen. Warum dauerte das denn noch so lange? Eigentlich wäre es bereit zu schlüpfen und so hell war es hier. Es beschloss, die Zeit zu nutzen und unbemerkt von seinen schlafenden Mitlarven die vermeintlich kleine Welt zu erkunden. Es spürte, dass es sich nur noch einmal richtig strecken musste und schon würde es seine ganze Pracht entfalten. Ungeduldig zappelte es vor sich hin und seine Brüder und Schwester fingen an, sich zu rühren. Bloß nicht aufwecken, dachte es und bohrte sich langsam durch die kalte Erde in das strahlende Licht. Als es mit seinen kleinen Köpfchen durch die harte Masse stieß, fühlte es plötzlich ein kaltes, ungewohntes Nass. Es schaute in die Sonne und ließ sich sein Köpfchen wärmen. Es nahm einen tiefen Atemzug und ungewohnt frischer Luft und krabbelte vorsichtig durch den Schnee. Doch es war eindeutig zu kalt, das stand fest, Sonne hin oder her. Es besann sich umzukehren, um sich an seinen Artgenossen zu wärmen. Aber trotz der Kälte hatte der Schnee im Sonnenlicht eine magische Anziehungskraft. Alles sah so frisch und glänzend aus. Es beschloss, einen kleinen Spaziergang zu machen, bevor es in sein Nest zurückkrabbeln wollte und machte sich auf den Weg. Die Büsche und Bäume im Garten waren verschneit und der Käfer wagte einen mutigen ersten Flugversuch nach oben. Hoho, das funktionierte aber noch nicht. Nochmal, los geht's, dachte es und plötzlich klappte es seine kleinen Flügel aus und erhob sich federleicht in den Himmel. Was für ein Gefühl. So hatte es sich das immer vorgestellt. Das weiße Zeug war ja ganz nett, wenn nur diese lausige Kälte nicht gewesen wäre. Taumelig und schwankend flog das Würmchen in Richtung einer Tanne und ließ sich auf deren Zweig nieder. Völlig außer Puste musste das Würmchen erstmal verschnaufen. Wie schön es war, draußen zu sein. Stolz putzte er seine Flügelchen und blinzelte in die Sonne. Das warme Licht machte ihn aber träge und so kam es, dass es ganz langsam einnickte und in tiefen Schlummer versank. Halb steif gefroren wurde es wach und erschrocken blickte der kleine Käfer um sich. Stockdunkel war es auf einmal und eisig kalt. Es konnte sich nicht erklären, warum die Sonne so plötzlich verschwunden war. Schnell zurück in die Kinderstube, dachte es, erhob sich und flog wirr in der Dunkelheit umher. Wo war der Eingang zu seiner Heimat? Doch dann plötzlich sah es in der tiefen schwarzen Nacht einen schwachen Lichtschimmer. Er flog unsicher auf das Licht zu, welches immer heller und heller wurde. Magisch angezogen hörte es Stimmen und einen seltsamen Singsang. War es ein Impuls, Instinkt oder ähnliches? Unser Würmchen schaltete automatisch seine Laterne an. Klick! Und machte sich auf den Weg. Das kleine Käferchen flog direkt zum Haus der Familie Schweiger. Mama, Papa, Tochter und Großeltern hatten gut gespeist und getrunken und die Kerzen am Christbaum angezündet. Sie sangen Stille Nacht und freuten sich auf die Bescherung. Mama Schweiger hatte die Terrassentüre leicht geöffnet, damit frische Luft hereinkam. Genau durch dieses Fenster surrte das Käferchen, angezogen durch das für ihn unermesslich erscheinende Lichtermeer. Es schwirrte durch den Raum, als plötzlich die kleine Tochter schrie, »Ein Glühwürmchen, schaut nur!« und deutete aufgeregt auf das verwirrte Tier. »Das gibt es doch nicht im Winter, ja sowas!« staunte die Mama. Oh, die Mama. Und alle starrten auf den kleinen Käfer, der magisch vom Christbaum angezogen auf ihn zuflog. »Schnell, mach die Kerzen aus, sonst fliegt es noch in Flammen!« Papas Stimme überschlug sich. Die Familie stürzte auf den Baum zu und erlosch die flackernden Kerzen. »Wir wünschen uns jetzt alle Gesundheit und Frieden. Das ist ein besonderes Zeichen heute am Heiligen Abend«, sagte die Mama gerührt und alle nickten ergriffen. Das Glühwürmchen sah nur wieder die Dunkelheit und flog völlig verwirrt im heimeligen Wohnzimmer herum. Wo war es nur? Es war doch alles so hell und jetzt leuchtet nur noch mein Hintern, dachte es. Es glaubte zu träumen. Wir machen das Terrassenlicht an, dann findet es hoffentlich wieder raus, meinte die Oma und lief zum Lichtschalter in den Flur. Opa hingegen, der kein Verächter eines guten Schluckes war und bereits ordentlich Alkoholintus hatte, starrte auf das kleine Irrlicht. »Schaut nur, ein Glühweinchen«, nuschelte er und zeigte mit dem Finger auf das Licht. Alle lachten den beschwipsten Opa aus und sahen erleichtert, dass sich das Glühwürmchen Richtung Fenster und nach draußen begab. »Pass auf dich auf, kleines Glühwürmchen, und danke«, rief die Tochter und winkte ihm der Dunkelheit hinterher.
Unser Glühwürmchen flog erleichtert in die frische Luft und weil die kleine Laterne in seinem Hintern hell genug leuchtete, sah er auch wieder die Stelle, wo er aus der Erde gekrochen kam. Jetzt aber schnell nach Hause, so ein Tumult ist eindeutig zu viel, dachte es und wurde schlagartig müde, aber so richtig müde. Und schwupps landete es am Eingang seiner Behausung. Eilig krabbelte es mit seinen Beinchen in die Erde hinein und schlüpfte zu seinen Geschwistern. Es schmiegte sich mitten in die schlafende Menge und schloss erleichtert die Augen. War das aufregend, dachte es. Ich habe so viel gesehen und gleich ein Abenteuer erlebt. Mein Hintern leuchtet in der Dunkelheit, sowas aber auch. Da kann ich aber was erzählen, wenn die anderen aufwachen, freute es sich. Oder hatte es das alles doch nur geträumt? Eine schöne Geschichte über das Licht, über Freude und über die Familie Schweiger. Ich weiß nicht genau, welche Familie Schweiger da jetzt gemeint war. Wir stellen uns einfach mal Till Schweiger da, der mit seiner Familie da war. Und die kleine Emma, ne, die da dem Glühwürmchen zugewunken hat. Und der Opa, wahrscheinlich Didi Hallervorden, der da irgendwie auch mitsaß, der nicht nur Honig im Kopf hatte, sondern auch ein bisschen beschwipst war. Naja. Eine schöne Geschichte, wie ich finde, von wem war es nochmal? Barbara Pronet oder Pronet. Bin mir nicht ganz sicher, aber das soll es gewesen sein zu dieser kleinen, wunderschönen Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, es hat ein wenig gefreut. War jetzt nichts Tiefgehendes, aber ich glaube, wir brauchen uns hier zur Weihnachtszeit nicht noch berieseln lassen von so tiefgründigen Sachen. Nein, leichte Unterhaltung. Vielen Dank, Ihr Kevin Klose.